Hallo zusammen, guten Morgen und willkommen zurück bei Zauberei und Maschinen. Tut mir leid, wenn es eventuell zur letzten Folge Comments gab, auf die ich nicht eingehen konnte. Diese Folgen jetzt sind etwas langfristiger vorproduziert, da Lüni und ich uns aktuell im Urlaub befinden. Ja, das dürfen wir hoffentlich auch mal machen. Genau, aber ich will nicht lange abschweifen. Sondern, ah nee, warte mal, den nehme ich noch mal schnell mit. Ich werde jetzt nämlich schön heute richtig fetten Progress machen hier bei Zauberei und Maschinen. Erstmal pimp meine Route. So, die letzte Route ist geschafft, gecraftet. Ja, eigentlich hätte die andere schon 16 tief scannen sollen, hat sie ja scheinbar nicht. Diese soll jetzt 64 tief scannen. Schauen wir doch einfach mal, ob sie es auch tatsächlich tut. Dann irgendwann. Ich zwack mir hier mal schnell noch ein bisschen Kohle ab und mach aus dem Holz hier mal. Na, obwohl, nee, wozu? Ich behalte lieber das Holz. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht. Was hatte ich jetzt vor? Genau. Ich werde jetzt mal noch etwas Schönes craften. Was richtig schön ist, dazu brauche ich zwei Strings, zwei von diesem Staub, zwei von diesem Staub, zwei von diesem Staub und hier muss ich mir noch etwas Papier machen. Ein Stück Papier braucht der Dera. Dankeschön. Weg damit. Ein Stück erreicht. So, genau, dann werde ich nämlich jetzt mal schon mal ein richtig schönes Teil craften. Richtig schönes Item vom Äquivalent Exchange. Papier in die Mitte, grüne Staub dahin und das hierhin. Das ist der Talisman of Repair. Eine richtig coole Geschichte. Der repariert automatisch über die Zeit Sachen, die sich in meinem Inventar befinden. Das heißt, wenn ich was Kaputtes habe oder was repariert ist und ich einfach nur hier rum idle, dann packe ich das einfach hier dazu und dann repariert sich das über die Zeit relativ langsam, aber beständig von alleine. So, erstmal rein damit. Genau, was gibt's als nächstes? Ach, ich bin blöd. So, jetzt hier jeweils nochmal ein Staub. Einfach weil ich's kann. Ein Staub, habe ich gesagt. Hä? Er damit? Nicht blöd? Ah, jetzt. So, hier noch ein Staub. Die drei habe ich. Dann brauche ich einen Diamanten. Oh, ich brauche Clearstone. Und ich habe natürlich gar keinen Cobblestone mehr, weil ich den komplett weggeschmissen habe. Verdammte Axt. Da drüben ist ein bisschen Stein, den hole ich mir mal schnell. Muss ein bisschen mich sputen hier. Ich will euch ja heute, ich will ja nicht zu viel versprochen haben. Und dann heute wirklich schon die richtig coolen Sachen vom Äquivalent Exchange losstarten lassen. So, das muss jetzt erstmal reichen für den Anfang. Gib Gummidera! Go, go! Oh, Knochen. Ah! Boah, ich dachte, es wäre tiefer. Nicht, dass ich hier jetzt mit einem schönen Zeug in den Tod stürze. Schnell noch etwas Clearstone schmelzen lassen. Sehr schön. Genau. Und dann baue ich schon mal das Netherportal. Oh, ich hoffe, ich habe irgendwo Gravel. Habe ich schon irgendwo Gravel gefunden? Was ist das? Brown Wool, bla, Sülz, shit. Ah oh nein, jetzt brauche ich noch Gravel für das blöde Netherportal. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Dann muss ich zum Zweifelsfall nochmal schnell in die Höhle wetzen. Ich baue schon mal schnell das Portal. Ist ja eigentlich egal. Ich baue es jetzt einfach hier hin. Rein zweckmäßig. Oh, da ist noch Eisen. Fort damit. Und den Müll hier auch. So, ich habe ja jetzt leider nicht wirklich irgendwelches Zeug, wo ich. Es ist so schlimm, das mit dem vollen Inventar gewesen. Jetzt hier, dass ich da jetzt im Endeffekt gar keine von diesen, ich sag mal, Füllmats. Was wie? Drei hoch? Oder was ist das? Ja, ich vergesse. Nein, oh, ich vergesse das immer wieder, hey. Drei hoch, ne? Oh, Dera. Where is my mind? Das hier hin, schnell hoch, zack, zack, zack. Das dahin, hier schnell noch zwei rangestupst, zack, zack. Und
Weg wieder mit dem Holz. Ja, ich denke mal, ich werde dann jetzt gleich nochmal schnell in die Höhle wetzen müssen. Da wird kaum ein Weg dran vorbeiführen. Ich finde jetzt irgendwo Gravel hier spontan noch. Was ist das? Ist das Gravel? Das sieht nach Gravel aus, oder? Ja, saugeil. Jetzt mache ich denen ihre Wege kaputt. Ist mir auch egal. Gravel, 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 schneller. Ah, here we go. Ein Gravel. Jawohl. Flint meine ich natürlich. So, weil ich brauche dann natürlich auch etwas, um das Netherportal anzünden zu können. Aber habe ich ja jetzt hier. Ach nee, wieder mal falsch rum. Zack. Da ist. Ah, schickes Feuerzeug. Sehr schön. So, hier, der Clearstone ist fertig. Dann nehme ich mir erstmal schnell zwei von weg. Genau, denn ich nicht die zwei, sondern das so. Ich wollte ja noch etwas weiter craften. Was brauche ich noch dafür? Einen Diamant brauche ich noch dafür. Und etwas Eisen und eine Kiste. Eine Kiste mache ich mir schnell noch eine. Obwohl, dann nehme ich eine. Nee, den mache ich nicht nach kaputt. Nee, mache ich mir schnell noch eine Kiste. So, hier ist die Kiste. Diamanten habe ich so. Diamant, Clearstone. Ah, jetzt brauche ich noch das Eisen. Ich sollte mir schnellstmöglich einen Automated Crafting Table machen. Warum läuft der Ofen nicht? Doch, der Ofen läuft. Sehr gut. Genau. Rein damit die Kiste, die Steine, einen Diamanten. Oben jeweils einen Staub. Von den drei verschiedenen Staubsorten und wo ist jetzt da. Oh nein, ich bin doch. Ich bin bescheuert. Jetzt habe ich Kupfer geschmolzen und nicht Eisen. Oh nö, ey. Echt nicht ernst, oder? Oh Mann, ich bin aber auch einer. Ich bin aber auch einer. Hä, das ist doch Iron. Hä? Ach, da war noch Kupfer drin oder was? Oh Mann. Total gefailt, derer. Total gefailt. Sehr gut. Egal. Warte ich hier noch kurz, bis zwei Barren durch sind. Eins. Ah, nee. Ach, ich bin total wirr heute. Ich bin heute total wirr. Aber es ist, weil ich immer noch so aufgeregt bin. Weil es jetzt endlich vorangeht hier. Weil ich jetzt richtig coole Sachen craften kann. Hier, den Talisman habe ich ja schon. Genau, da kann ich hier mal schnell meine Werkzeuge wieder neipacken. Hier, so zack, zack, zack. Jetzt den Staub dazu, zack. Ein Diamant rein habe ich schon. Clearstone und eine Alchemical Chest. Sau geil. Mach ich hier einfach hin, zack. Wow, die ist groß. Sau geil, sau geil. So, ja. Dann Progress, schneller. Das wieder rein und an damit. Und saugeil. Ah, ich mag das. Ich mag das Texture Pack. Das hat echt Style. So, und dann will ich mal hoffen, dass ich hier nicht gleich von 3000 Ghasts direkt weggekloppt werde. Wow, wie sieht's denn hier aus? Abgefahren. Wow. So, das ist natürlich klar. Ah, da drüben. Supi! Ich brauche nämlich gar nicht viel. Oh, es ist alles Soul Sand. Oh mein Gott. Oh mein. Schnarch. Oh, es ist cool hier. Es ist die absolute, wie will ich es nennen? Industriehölle. Nein, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Klirr, 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 klirr. Nehme ich mal alles mit hier, wenn es hier schon so schön und gut erreichbar ist. Ich brauche zwar nicht so viel für den Anfang, aber was ich habe, habe ich, ne? So. Und jetzt geht's wieder zurück direkt. Heige ich mal hier oben lang. Oh ja, oh, die möchte ich mir angucken. Wie seht ihr Zombie-Pigments aus? Euch kann ich mich ja gefahrlos nähern. Oh mein Gott. Naja. Ja, die finde ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen, aber ja, geht in Ordnung. Irgendwie haben die einfach Helme auf hier drüben. Ja, so.
Ein bisschen Cyborg-Touch. Ärge saugeil. Ich mag das Texture Pack echt. Oh, die Pilze nehme ich auch gleich noch mit. Wenn. Oh, Braun auch. Oh, sehr gut. Einfach von allem erstmal einen was haben. Ihr werdet dann schon sehen, warum. Haha. Ich will wieder mal nicht zu viel verraten. Hier nehme ich noch eins von mit. Noch da so einen Pilz mitnehmen. Dankeschön. Ah, dieser Soul Sand macht mich fix und fertig. Ah. Oh, da drüben ist ganz viel Glowstone. Den werde ich dann beim nächsten Mal wohl mitnehmen. So, hier nehme ich noch einen Block mit. Und dann nichts wie zurück. So, zurück zu Hause. Schnell schlafen gehen, dass ich nicht gleich jetzt, wo es so toll ist, alles von Gegnern getötet werde. Das will ich natürlich nicht. So. Genau, was mache ich jetzt? Ich hole mir erstmal wieder ein bisschen Redstone. Und dann, liebe Freunde, kann die Alchemie beginnen. Seht und staunt. Also, Glowstone, zack, 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 zack. Redstone, zack, 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 zack. Ups, zack. Ah ja, es geht sich wirklich bis auf den letzten Diamanten aus. Also echt sau viel Glück gehabt in der letzten Folge. Und ta-ta-ta-ta! Ein Philosopher Stone. Yay! Oh mein Gott, jetzt geht's los. Oh, ist das toll. So, aber den benutze ich direkt weiter und stelle natürlich fest, dass ich absolut nicht ausreichend Clearstone gemacht habe für das nächste, was ich vorhabe. Aber das ist mir auch völlig Hupe. Dann mache ich mir noch schnell welchen. Weil ich denke mal, das sollte sich von der Zeit her schon noch ausgehen mit dieser Folge, um die letzte und die erste eigentlich richtig, richtig geniale Sache machen zu können. Also quasi das Kernstück des Mods. Äquivalent Exchange. So, hier mal schnell zack, zack, zack. Das kommt damit dazu. Ach komm. Mach schon. Schneller. Nicht den ganzen Tag Zeit. Danach kann ich mich dann nämlich endlich auch um die anderen Mods kümmern. Jetzt noch schnell den Clearstone hier schmelzen lassen. Schmelz, 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 schneller. Ach nee, oh, ich bin doof. Ich hatte schon vier. Aber ich brauche noch Obsidian 4. Oh Gott. Ja, Wayne. Mache ich halt nochmal schnell das Portal kaputt. Ist mir jetzt auch egal. So, erfolgreich mein Portal erstmal wieder zerstört. Egal, das kommt dann schon wieder hin. Aber ich will mich jetzt sputen und euch schnell noch das letzte große Geheimnis, was ich euch vorenthalten habe, lüften. So, zack, 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 zack. Und den in die Mitte. Oh mein Gott, endlich der Transmutation Table. Und das Gute ist, der Stone verbraucht sich auch nicht dabei. Und jetzt geht's richtig ab. Es ist amazing. Wow. So, warum ich jetzt alles Mögliche mitgenommen habe, ich kann dem Ganzen jetzt alles Mögliche an Items lernen. Erstmal. Also, das ist jetzt das Kernstück, wovon ich sicherlich, glaube ich, schon mal gesprochen habe, wo man im Endeffekt alles in alles umwandeln kann, dann mit der Zeit. Aber um Sachen herstellen zu können, muss ich diese erstmal dem gelernt haben. Deswegen werde ich jetzt mal dem, was ich halt hier so gerade schon im Inventar habe, alles lernen. Und in diesem Sinne, ich habe es endlich geschafft. Es ist so genial, ich bin super happy. Endlich bin ich sozusagen mit den ersten Schritten im Äquivalent Exchange fertig. Das Wichtigste ist gemacht. Und in dem Sinne freue ich mich riesig auf die nächste Folge, wenn ich euch den Transmutation Table noch ein bisschen näher erklären kann. Verabschiede mich für heute
Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und sage bis zum nächsten Mal. Tschö!